Moin Moin, Hero Maniacs, ist Sascha und ich begrüße euch heutigen Samstag zu einem weiteren Overwatch-Video. Ja, heute Morgen haben wir uns noch den Event-Skin von Hanzo ein bisschen näher angeschaut. Da fackelt Blizzard nicht lange und legt direkt zwei weitere Skins nach. Während man sagen muss, der eine Skin wurde via Twitter veröffentlicht, der andere via Facebook, bin ich mir nicht so ganz sicher, ob beide Skins wirklich heute online gehen sollten. Bisher war man von Blizzard eigentlich wirklich gewohnt, dass sie jeden Tag einen Skin raushauen, was dieses Teaser in Richtung Event betrifft. Gerade dieses Facebook-Posting, was sich stark von den Twitter-Postings unterscheidet, das ist so ein bisschen merkwürdig. Aber ganz ehrlich, wir nehmen es und selbst wenn eine Sache nicht geplant war, hey, wir haben zwei neue Skins, die wir jetzt schon mal sehen können. Ja, wie ich euch gerade schon sagte, diesmal sind der gute Akande Okundimu, also aka Doomfist, an der Reihe sowie Sombra und beide erhalten eine Talon-Uniform. Yep, richtig gehört. Nachdem wir beim letztjährigen Uprising-Event eher so diese Overwatch-Classic-Skins gesehen haben, scheint man diesmal wirklich ein bisschen den Fokus auf Talon zu drehen. Wobei, vielleicht sollten wir nicht speziell Talon sagen, auch wenn wir jetzt zwei Talon-Skins haben, wir sehen eher Skins, die uns jüngere Versionen unserer Charaktere zeigen. Immerhin haben wir das heute Morgen schon bei Hanzo gesehen, der in einer deutlich jüngeren Version zu sehen war. Blizzard hat uns verraten, dass Gabriel Reyes, also Reaper, seinen Supersoldaten, also Soldier 24 Skin bekommt. Und jetzt sehen wir hier quasi einen etwas jüngeren Doomfist, wir sehen es an den Haaren unter anderem, und eine deutlich jüngere Sombra. Ja, ich weiß nicht, wie es euch geht, schreibt es mir gerne mal in die Kommentare, aber ich finde beide Skins ziemlich cool. Also sowohl die Farbgebung, wie auch einfach diesen Retro-Charme. Ein Akande, der Haare hat und ich meine, Sombra, die so anders vom Kopf her aussieht, das ist nahezu der Wahnsinn. Und wir sehen hier auch die Waffe von Sombra, finde ich richtig stark. Also ich mag diese Farbgebung super gerne. Jetzt wird man sich vielleicht nur ein bisschen wünschen, dass Blizzard sich dann nachträglich dazu entscheidet, den vorhandenen Talon Widowmaker Skin, denn wir haben ja schon einen Talon Skin im Spiel, ich weiß gar nicht, wann da damals eingeführt wurde, aber dass man den ein bisschen auf diese Farbgebung anpasst, denn da ist tatsächlich schon ein Unterschied. Also gerade wenn wir uns diese beiden Talon Skins jetzt anschauen und dazu im Vergleich dann diesen alten Widowmaker Talon Skin, passt nicht mehr so ganz ins Bild. Ja, trotzdem interessiert es mich wie üblich, was haltet ihr von diesem Skin? Schreibt es mir in die Kommentare, gefallen sie euch auch so gut? Ich denke, gerade die Sombra-Version mit den Haaren, das kann schon für Kontroversen zwischen euch sorgen. Also, ich bin da gespannt, was ihr sagt und wir sehen uns im Kommentarbereich.